Hallo, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, ja, oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich bin Alex vom YouTube-Kanal VlogWLBE. In meinem letzten Video hatte ich dir gezeigt, wie ich eine Rückfahrkamera in meinen BMW einbaue. Ich hatte die damals bei Amazon bestellt und eingebaut. Nur leider gab es da das Problem, dass nach dem Einbau und dem Test die Kamera zeitweise etwas geflackert hat. Oder manchmal sogar komplett ausgefallen ist. Daraufhin habe ich festgestellt, dass das Ganze wohl am Funkempfänger liegen muss. Denn wenn ich den bewegt habe, das habe ich dir in meinem ersten Video schon gezeigt, hat die Kamera geflackert und ist teilweise ganz ausgefallen. Daraufhin habe ich mir nun eine neue zweite Kamera bei Amazon bestellt. Und die kam heute an. Die werde ich nun auspacken und den Funkempfänger, also nur den Funkempfänger dieser neuen Kamera, bei mir ins Auto einbauen. Und dann mal schauen, ob es immer noch flackert oder ob das Problem dann behoben ist. So, das neue Paket. Im Grunde sollte dasselbe drin sein wie im alten Paket. Jawohl. Cardshot, die Verpackung. Und die Kamera, das brauche ich erstmal alles nicht. Und dann hier die Packung mit dem Sender und mit dem Empfänger. Das ist der Empfänger mit dem einen Anschluss und das ist der Sender mit den zwei Anschlüssen. Dann baue ich das mal ein. Hier habe ich schon mal die Abdeckung weggeschraubt und nun mal der Vergleich vorher, nachher. Du siehst es oben, die Rückfahrkamera ist an. Sobald ich das bewege, ja, du siehst es hier im Kabel, dann flackert oben das Bild und Bild weg, es flackert wieder. Ja, vorher, nachher Effekt. Das ist der alte Empfänger und jetzt baue ich mal den neuen ein. Ausstecken hier. Und dann haben wir hier die Lüsterklemme mit den Kabelverbindungen, mit der Stromversorgung. So, ist offen. Kabel raus, Kamera aus, Bildschirm aus. Dann trenne ich mal die beiden. So. Dann der Empfänger, das ist dieser hier, der alte. Und das ist der neue Empfänger. Bin ich mal wirklich gespannt. So, kurz abisolieren. Ist schon vorgestanzt. Das Videosignal hier ins Gelbe einstecken. Dann schalte ich nochmal die Zündung aus, damit da kein Strom drauf ist. Dann die Kabel zusammendrehen wieder wie gehabt. Schwarz und schwarz zusammen. Na. So, und rot zusammen. Dann schließe ich hier das schwarze Kabel an. Das ist die Minusversorgung für den Empfänger und für den Bildschirm. Die Schraube zudrehen und hier die Plusspannung. Und auch zudrehen. So. Und nun kommt der große Moment. Ich schalte die Zündung an und bin mal gespannt. Ich habe wieder oben links ein Bild im Bildschirm, du siehst es. Und ich wackel mal. Oh, na, gerade hat es kurz geflackert, lag das woanders, aber das hier scheint okay zu sein. Na, da flackert nichts mehr. Ah doch, es flackert immer noch leicht.
liegt das auch wieder an diesem Kabel hier oben. Oder an der Antenne, die verbogen. Ja, guckt an. So ein Mist. Ja, wenn ich die Antenne leicht berühre und Bild weg und Bild wieder da, Bild weg und es kräuselt wieder. Also hat dieser Funkempfänger auch einen Schaden. Taugt also nichts das ganze System. In dem Fall muss ich beide wieder zurücksenden. Da bleibt mir nichts anderes übrig, denn so kann ich das nicht verwenden. Wenn das ständig flackert und flimmert, das funktioniert einfach nicht. Schade, wirklich sehr, sehr schade, dass das so nicht funktioniert. Also den Kauf von dieser Rückfahrkamera, das kann ich wirklich keinem empfehlen, denn du siehst, die erste hat geflimmert, hat nicht funktioniert, die zweite genau dasselbe Problem. Also ich gehe mal davon aus, alle anderen haben auch dasselbe Problem. Das funktioniert einfach nicht mit dem Ding. So, und die beiden Kameras, beide wieder verpackt und nun geht's zur Post und zurück an Amazon. War wohl leider nichts. Ja, vielleicht hast du auch schon mal ähnliche Erfahrungen mit einer Rückfahrkamera gemacht. Ich weiß es nicht. Schreib's einfach unten in die Kommentare. Oder vielleicht hast du auch schon mal ähnliche Erfahrungen mit anderen Artikeln, anderen Produkten gemacht, die du bei Amazon bestellt hast. Schreib's einfach unten rein und würde mich wirklich sehr interessieren. Ich hoffe, das klappt alles mit der Geld-Zurück-Garantie, dass das Geld auch wieder zurückkommt. Ist mein erstes Mal, dass ich überhaupt was bei Amazon zurücksende oder überhaupt, dass ich was online bestelltes zurücksende. Ich hatte damit noch nie irgendwelche Probleme. Ist wirklich das erste Mal. Mal schauen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.